Das schafft ihr. Ihr seid super. Das schafft ihr. Gegen so einen Pöpel. Oh oh. Oh, 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 oh. Los, 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 haut drauf. Oh, 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 scheiße. Hat er... Okay, ich muss keinen Mon-Up-Pilz benutzen. Boah, Alter. Aber jetzt hat Luigi die Ding bekommen. Die Experience Points. Das ist... Na, vielleicht... Na toll. Vielleicht haben wir jetzt einen Ausgleich. Weil es war immer so, dass Mario schneller aufleveln konnte als Luigi. Vielleicht haben wir das jetzt behoben dadurch. Wäre ja gut. Und wir mussten auch keinen One-Up-Pilz benutzen. Den muss man wahrscheinlich nur benutzen, wenn man im Kampf denjenigen wiederbeleben möchte. Aber ich möchte mal sorgsam mit diesen One-Up-Pilzen umgehen, weil ich nicht weiß, wie selten die sind. Luigi Level 9. Nee, jetzt ist Luigi vorne. Naja, komm. Lass mal so. Du kriegst schon ein bisschen Leben. So, der nächste Feind ist der da. Und dann müsste auch Mario hoffentlich ein Level up haben. Fliegfried. Zack. Komm, ich mach zuerst die Stachis kaputt. Die sind mir am gefährlichsten. Weil du bist eh tot. Halt! Nein! Zurück, Mario! Nicht angreifen! Der tut weh! Ich sag doch, die Stachis sind blöd. Ich mag euch nicht. Sterbt einfach. Und lasst mich bitte in Ruhe. Ich dulde sowas nicht. So, jetzt ist Mario auch auf Level 9. Ja, gut, lass mal so. So, du kriegst auch ein bisschen Leben. So. Einmal. Ah, okay. Hm. Was haben wir hier? Aua. Das hat weh getan. So, nochmal die Stachis hier. Ich weiß, das ist langweilig, die ganze Zeit da die mich kämpfen zu sehen, aber es bringt uns ein paar Experience Points ein und dadurch auch ein paar Level Ups, und das kommt uns ja alles immer noch später dann zugute, wenn wir gute Level, wenn wir hohe Level haben. Gute, ja, gute und hohe. Nicht wahr? Okay. Geht's da weiter oder sind wir da gerade? Da geht's weiter. Okay, warte mal. 4, 3, 2, 1, 0. Ach süß. Und hopp, und hopp. Pilz. Pilz. Ah, okay, jetzt haben wir wieder das System angeschaut. Was war dann das Rohr da unten? Also, man, dieses Ventil. Das da. Na toll. Nee, komm. Wir lassen erstmal kurz die Kämpfe. So, jetzt kämpfen wir. Wie Männer. Mit Bärten.
Der war gut. Der Sprung war gut. Der nicht so. Aber der war gut. So. Jetzt dich. Noch kurz zur Strecke bringen. Tada. Schon fertig. Da hinten war noch ein Starry. Oh, nochmal ein Fliegfried. Ja, wir werden hier alles auseinanderreißen. Weil später werden dann die Kämpfe ein bisschen schwieriger. Dann sind wir froh, wenn wir da schon ein paar Level-Ups haben. Ist ja bei den meisten Rollenspielen so. Also auf jeden Fall bei denen, wo ich gespielt habe. So, der erste ist tot, der zweite greift an und dann war es das für den auch. Komm schon, ein Level ab kriegt man doch jetzt noch hier in dem Raum. In dem Räumchen hier. Wenigstens für Luigi. Ha, oh. Wenn ich drauf springe, das tut er... Oh. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Hab meinen Hammerkopf verloren. Lieber so was Smash Brothers. So. Ach komm. Hm, okay. Dann gehen wir halt hier weiter. Und hier gibt's keine Feinde? Hm. Beim bunten Bohnenmoos, endlich sind wir gerettet. Oh, glückliches Schicksal. Das ist doch Hildewohner. Hä? Seid ihr etwa Mario und Luigi aus dem Pilzkönigreich? Was treibt Leute wie euch an einen Ort wie diesem? Was? Durch eine Falltür? Ich war das? Damit ihr die Wasserröhre repariert? Wie? Nanu? Aber Ludmilla hatte uns doch überfallen. Wir waren die ganze Zeit hier eingesperrt. Oh. Oh, vielleicht war eure Hilde Bona. Ich wusste es. Marin, Luigi, diese Hirnis. Dass sie aber so leicht in meine Falle tappen. Funktionieren die Wasserrohre über das Alarmsystem für die Sternbohne ausgeschalten. Meine Fürstin, nehmen wir die Sternbohne und machen uns aus dem Staub. Ach du Scheiße. Endlich die Sternbohne und Pi's Stimme in meiner Hand. Eine Wunderbohne, die alle Wünsche erfüllt. Das ist die Sternbohne. Damit die Kraft der Sternbohne nicht missbraucht werden kann, wird sie seit Generationen in diesem Palast bewacht. Ludmilla hat es auf die Sternbohne abgesehen. Heilige Hülsenfrucht, Mario, Luigi, schnell, wir müssen zur Sternbohne. Die Sternbohne darf denen auf keinen Fall in die Hände fallen. Schneller, schneller, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich wusste es, dass... Da trägt mich auf, dass wir auch noch in diese Falle tappen. Wenn ich denke, dass Ludmilla im Schloss ist, will ich vor Angst fast schon lieber hier sein. Wir können nur hoffen, dass es König Marmella gut geht. Stimmt, wo sind die? Schnell zur Sternbohne. Ludmilla hat es auf die Sternbohne abgesehen. Ja, das wissen wir. Warum? Ja, und die laufen da einfach wie zwei Leute. Ja, ach. Die laufen da halt rum und ja, sagen halt schnell zur Sternbohne und machen selber nichts. Da. Los, schnell zur Sternbohne. Wo geht's denn eigentlich hin? Ja. Ihr seid echt eine sehr hilfreich, Leute. Muss man ja echt mal sagen. So, ich habe mir irgendwie das Gefühl, wir müssen gleich gegen Ludmilla kämpfen. Schnell hoch. Mein Gott, zu spät, die Sternbohne ist... Ludmilla, die Sternbohne und Pi's Stimme sind endlich mein. Wenn sie die Sternbohne mit Pi's Stimme erweckt, wird Ludmilla die Welt beherrschen können. Übrigens, ich habe gehört, ihr beiden habt König Marmella noch nicht gebührend begrüßt. Wie unhöflich von euch, nicht wahr, eure Hoheit?
Trink doch einen Tee zusammen. Erörtert die diplomatischen Probleme der Gegenwart. Wird bestimmt lustig. Die hat doch schon wieder irgendwas angestellt. Das ist keineswegs die richtige Königin Marmella. Das ist eher ein Monster. Alter. Marmella, linker Arm, rechter Arm. Dann hüpfen wir mal auf die Ärmchen. Ich weiß zwar nicht, was es bringt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir können nicht auf ihren Kopf springen. Die Krone sieht ein bisschen spitz aus. Alter! Du bist eine böse Königin. Aua! Ich muss die Arme ausschalten. Einmal. Nein. Oh oh. Mario. Du bist ein richtiges Opfer. Sag ich doch. Was? Die greift uns mit Bohnen an. Okay, jetzt aber. Die Böhnchen. Naja, sie ist ja auch die Königin von Bohnenland. Passt ja. Immer weiter angreifen. Immer weiter angreifen. Na toll. Jetzt geht's weiter mit ihren Armchen. Aber ich hab ne... Nicht gut, nicht gut, nicht gut.